So, willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Go und wir sind wieder mal hier und wollen den Fun wegbringen. Guckt euch das mal an. Da haben wir schon wieder fleißig gesammelt. Nein, das ist immer, das ist alles noch von dem Mist, der oben rumstand und nicht nur Pfand. Ich habe gerade noch was entdeckt. Hier liegt nämlich einfach mal so ein lustiger Ballon. Guckt euch den mal an. Ist der nicht süß, oder? Das ist doch wunderbar. Ich weiß nicht, wo der hingehört. Zack, und jetzt legen wir ihn wieder zurück. Da kommt auch die Mama. Nein, wir wollen nämlich jetzt los und wollen eigentlich Eier ausbrüten. Ich drehe mich noch mal kurz. Wir haben nämlich wieder 12 Kilometer Eier gesammelt, 9 Stück. Die wollen wir jetzt alle in die Brutmaschinen reinpacken. Habe ich hier noch was übrig? 7, genau. Da brauchen wir statt 12 Kilometer nämlich nur noch 8 Kilometer. Oh. Ich packe die auf jeden Fall alle jetzt mal hier rein. Dann werden wir Pfand abgeben, werden ein bisschen spazieren gehen und dann melde ich mich zurück, wenn die Eier aufgehen, dann können wir nämlich mal gucken, was jetzt in den Eiern drin ist und ob wir das Garnovil bekommen. Dieses komische Krokodil, das fehlt mir nämlich noch. Alle anderen Sachen habe ich, das Krokodil habe ich noch nicht. Beziehungsweise braucht man von den anderen ja eh noch Bonbons und noch ein paar Gude. Also machen wir uns auf den Weg, Eier brüten, Pfand abgeben und sehen uns dann, wie gesagt, wenn die Eier aufgehen. So, wir haben noch einen kleinen Spaziergang gemacht und die 12 Kilometer Eier gehen jetzt auf. Wir drücken jetzt mal drauf. Hier haben wir das erste Sternstück, ist auf jeden Fall auch gezündet. Bin mal gespannt, ob ich das hinkriege alles. Dann ist auch wieder eins von den neuen. Das Gladiantri. Jetzt habe ich den Staub nicht gesehen. IV sind auch wieder mal schlecht. Und ich bin gespannt, ob ich das hinkriege mit dem Programm, denn ich habe vorhin auch wieder was aufgenommen. Habe das in das Magix rein. Gestern ging der Ton, heute ging der Ton wieder nicht. Jetzt musste ich was mit dem anderen machen, für Ramses Kitchen. Ich weiß nicht mal, ob ich es hinkriege, diesen Bildschirm rechts an die Seite zu knallen. Also es ist immer noch ein Krampf und wenn es so weitergeht, muss ich alles zurückschicken. Obwohl es echt Spaß macht eigentlich, damit zu filmen. Ein Absol mit 4800 Staub. Ein 98er sogar, braucht man aber trotzdem nicht. Ein 100er kann man ja mal nehmen, kann man auch mal pushen. Was will man mit einem 98er Absol? So, das nächste, ein Capuno, hat letztens ein Kollege, auch 4800 Staub, letztens auch ein Kollege ein Shiny Capuno bekommen, aus dem 12 Kilometer Ei. Wenn ihr also Capuno sucht, brütet immer schön 12 Kilometer Eier, dann geht's weiter, das vierte, und im vierten ist ein Lavitar. An sich cooles Pokémon, aber braucht wahrscheinlich auch keiner mehr. 5200 Staub, sieht auf jeden Fall auch gut aus. Ist ein 93er, wie es aussieht, habe ich aber schon 100er. Ich habe ja meine Unlichtarmee, ich habe meine Gesteinsarmee, bräuchte ich also auch nicht. Mit meiner Kamera könnte ich jetzt überhaupt gar nicht mehr filmen. Die würde einfach gar nichts aufnehmen, weil es viel zu dunkel ist. 4800 Staub bei dem hier noch. Ist schlechter als das davor. Und ich muss auch jetzt die Eier ausbrüten. Denn es gab ja diese kostenlose Box, wo ihr einfach 3 Rocket-Radare bekommen habt. Das heißt, dann kriegt ihr wieder 3 Eier, wenn ihr 3 Bosse besiegt. Deswegen müssen jetzt die Eier hier mal weg. Und wer die Box noch nicht geholt hat, bis zum 10. November habt ihr, glaube ich, noch Zeit. Ein Zurukex, auch aus dem 12-Kilometer-Ei. 9111 Staub. Habe ich das richtig gelesen oder war das 911? Ich weiß es nicht. 9111. Was war das meiste, was ihr an Staub bekommen habt aus dem 12er-Ei? Schreibt es mal rein. Ich brauche trotzdem immer noch das Garnovil, das Krokodil, aber kein Unratütox. 8485. Was ist los? Warum waren die ersten so wenig, wenn die alle jetzt so matsch sind? Das ist auch Schrott. Braucht man auch nicht. Obwohl, statt Schrott könnte man sagen, es ist nicht Schrott, es ist Müll. Dann passt das recht dazu. Noch ein Lavitar, also das dritte Lavitar. Da hätte man sich früher auch mega gefreut. 9600 Staub noch mitgenommen. Auch ein 93er. Hat eigentlich auch recht gute Werte. Jetzt sind die Eier aber auch gleich am Ende. Wir haben immer noch kein Krokodil. Wenigstens war dieses komische Küken nicht dabei. Noch ein Lavitar.
4800. Guckt, wie unterschiedlich das ist mit dem Stau. Und auch wieder ein schlechtes, relativ schlecht. Jetzt bleiben wir mal stehen, weil die Eier sind vorbei. Und ihr habt auch massig EP gerade dazu bekommen. Wir können noch mal kurz reingucken. Viermal Lavita, einmal Unratytox, einmal Zurokeks, einmal Gladiandri, Absol, Capuno, alles dabei. Also die lavitarischen Eier. Was habt ihr zuletzt aus den 12 Kilometer Eiern bekommen? Schreibt es mal in die Kommentare. Und habt ihr schon ein Ganovil oder wie das Ding heißt, dieses komische Krokodil? Ich muss schauen auf den anderen Accounts, mit denen ich Lucky Friend bin, dass ich da was finde, wo ich die neuen natürlich dann auch Lucky rübertauschen kann. Das war es jetzt aber erstmal von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out, Vorhaut, euer Ramses und eure Mama, die steht nämlich auch noch hier rum. Guck. Hallo. Hallo. Adi. Adi, aus. Ich bin doch gar nicht der Adi. Gut, dann halt nicht. Kein Adi. Der war so. Schon der Adi. Wir testen jetzt noch ein paar Drinks für Ramses Kitchen auf jeden Fall. Habe ich nämlich jetzt Lust dazu.